Liebe Freunde und Freundinnen der Galerie Schlichtenmeier, ich freue mich, euch diesmal den Künstler Chen Weizhu vorzustellen, der in unserer Stuttgarter Ausstellung in a Landscape vorwiegend neue Arbeiten zeigt. Den Stuttgartern dürfte der Künstler schon länger bekannt sein. Er kam 2001 als studierter Maler nach Stuttgart, um dort ein Aufbaustudium bei Cordula Güdemann anzutreten. Diese Klasse war und ist renommiert als Begegnungsstätte für einen internationalen künstlerischen Austausch. Mittlerweile hat der 1971 geborene Chen Weizhu selbst einige Lehraufträge in Stuttgart, Dortmund, seiner Heimatstadt Qingdao und in der Provinz Yunnan aufzuweisen. Seine Lebens- und Arbeitsmittelpunkt hat er in Krefeld, aber nach wie vor auch noch in Stuttgart. Er arbeitet auch regelmäßig in China. Damit bin ich schon mittendrin in seiner Kunst, mittendrin in der Landschaft. Seine Arbeiten sind geprägt von Dialog zwischen ostasiatischen und europäischen Traditionen. Diesen Dialog brachte er vor 20 Jahren noch als befremdliche Suche nach Heimat zum Ausdruck, dann aber mehr und mehr als seine ureigene Bildsprache der Auseinandersetzung zweier vertrauter Bildwelten. Es kommt schon vor, dass er die Donau in der leichten Anmutung einer chinesischen Tuschmalerei erfasst oder es findet sich eine regelrecht romantische Stimmung am Ufer eines Flusses in Asien. Mittendrin in der Landschaft. Der Ausstellungstitel In a Landscape liegt nahe. Der unbestimmte Artikel ist Programm. Es geht nicht um konkrete Landschaften, selbst wenn sie inspiriert wurden von bestimmten Orten. Wie schon gesagt, beispielsweise an der Donau oder am Hohen Twil. Allerdings entstehen auf seinen Reisen eher Tuschezeichnungen auf Papier, die Chen Wei souverän beherrscht. Das seht ihr noch in seiner Malerei selbst, wo sich der Pinselstrich mit leichter Hand luftig zu verflüchtigen scheint. The Flowing Mountain heißt dieses Bild, in dem Wasser und Berg auf zauberhafte Weise ineinander übergehen. Dazu später mehr. In a Landscape bezieht sich auf ein Musikstück von John Cage aus den späten 1940er Jahren. Es gehört in den Kontext einer Serie von Stücken, die Cage unter dem Obertitel Imaginäre Landschaften zusammenfasste. Diese traumhaft dahinfließende Melodie gibt tatsächlich die Stimmung dieser Malerei wieder. Chen Weizhu hat sich intensiv mit dem Zeitalter der Romantik und der deutschen Klassik auseinandergesetzt. Landschaft wurde zum Erlebnisraum. Friedrich Schiller schrieb, Werke der Einbildungskraft haben das Eigentümliche, dass sie keinen müßigen Genuss zulassen, sondern den Geist des Beschauers zur Tätigkeit aufreizen. Das Kunstwerk führt auf die Kunst zurück. Ja, es bringt erst die Kunst in uns hervor. Wir müssen angesichts der Arbeiten von Chen Weizhu diese Kulisse des Verinnerlichten stets mitdenken, die sich auf das Credo des romantischsten aller Maler Caspar David Friedrich beziehen. Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge siehest dein Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, dass es zurückwirke auf andere von außen nach innen. Das hat seine Wirkung bis hin zur Kunst unserer Zeit nicht verfehlt. Die neblige Atmosphäre, das zuweilen diffuse Licht und ein gewisses Pathos der Bergwelt, kann man noch heute für sich entdecken. Mehr noch, schon Schiller und noch mehr Hegel sahen diese Sehnsuchtsmetaphern auch schon damals kritisch. Die empfindsame Entdeckung der Landschaft sei ein Reflex auf das Bewusstsein, dass der Mensch den unmittelbaren Bezug zur Natur verloren habe. In Zeiten des Klimawandels und der unaufhaltbaren Zerstörung des natürlichen Raums ist das Pathos bzw. die nostalgische Sehnsucht nach einer heilen Natur immer noch legitim. Gerhard Richter hat es gerade auch im Hinblick auf Caspar David Friedrich so gesehen. Es geht mir auch ein bisschen darum, einen Traum zurückzuholen oder zu prüfen, was immer sehr eigenartig ausgeht, weil wir ja nicht naiv sind. Es geht auch bei Chen Weizhu nicht um Weltflucht, sondern gerade um den realen Zauber der Imagination. Noch einmal sei Caspar David Friedrich zitiert. Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen,
was er vor sich sieht. Der Bezug zur Romantik ist jedoch nur die eine Seite im Werk Chenwei Zus, die sich eben auch nicht einfach so hier abbilden lässt. Die Abende gehe ich über Feld und Flur, so schreibt Caspar David Friedrich, den blauen Himmel über mir, um und neben mir grüne Saat, grüne Bäume und bin nicht allein, denn der, so Himmel und Erde schuf, ist um mich. Aus europäischer Sicht geht es nicht oder doch sehr selten ohne Gott, das heißt ohne die Schöpfung. Selbst der Pantheismus, der alles aus der Natur heraus versteht, setzt sie voraus. Das spielt hier jedoch keine Rolle. Die Bilder Chenwei Zus gehen auf kein religiöses Naturverständnis zurück. Anders als in der Romantik ist der Naturraum hier keine Offenbarung des Transzendenten. Die Rückenfiguren, die bei ihm immer wieder an Caspar David Friedrich gemahnen, sind zu klein, als dass sich der Betrachter andachtsvoll hineinversetzen könnte. In seinem jüngsten Werk sucht Chenwei Zu einen bildlichen Ausdruck für die absolute Sprache Friedrich Hölderlins, der die schwäbische Heimat derart hellenisierte, dass der Leser sich in einer erträumten, globalen Ferne wiederfindet. Gott ist vereinsamt oder kursiert nur noch als Gottheit. Es gibt kaum einen anderen deutschsprachigen Dichter, der so traumwandlerisch Berge, Wolken und Gewässer hineinsetzen und zugleich Nähe und Ferne beschreiben konnte, wie etwa in dem Gedicht Heimkunft, das wie folgt beginnt. Drin in den Alpen ist's noch helle Nacht und die Wolke, freudiges dichtend, sie deckt drinnen das gähnende Tal. Dahin, dorthin toset und stürzt die scherzende Bergluft, schroff durch Tannen herabglänzet und schwindet ein Strahl. Dennoch merket die Zeit der Gewittervogel und zwischen Bergen hoch in der Luft weilt er und rufet den Tag. Wachstum ahnend, denn schon wie Blitze fallen die alten Wasserquellen, der Grund unter den Stürzenden dampft, Echo tönet umher und die unermessliche Werkstatt reget bei Tag und Nacht, Gaben versendend den Arm. Hölderlins Bilder sind bestechend eindringlich und verschlossen zugleich. Sie sind von einer romantischen Melancholie gezeichnet, werden sie gleichzeitig von einer Heiterkeit beschienen, die ihre Wirkung auch für asiatische Leser nicht verfehlt. In dem Gedicht »Der Spaziergang – Es ist mehr ein Wandern« schreibt der Dichter: »Ihr Wälder schön an der Seite, am grünen Abhang gemalt, wo ich umher mich leite, durch süße Ruhe bezahlt, für jeden Stachel im Herzen, wenn dunkel mir ist der Sinn, denn Kunst und Sinnen hat Schmerzen gekostet von Anbeginn. Ihr lieblichen Bilder im Tale, zum Beispiel Gärten und Baum, und dann der Steg, der schmale, der Bach zu sehen kaum, wie schön aus heiterer Ferne glänzt einem das herrliche Bild der Landschaft, die ich gerne besuch in Witterung mild. Die Gottheit, freundlich geleitet, uns erstlich mit Blau hernach, mit Wolken bereitet, gebildet wölbig und grau, mit singenden Blitzen und Rollen des Donners, mit Reiz des Gefilds, mit Schönheit, die gequollen vom Quell ursprünglichen Bilds. Hölderlin vermittelt ein modernes Naturgefühl, welches das Innerste des Ich nach außen kehrt und die Zerrissenheit seiner und unserer Zeit vor Augen führt. Chenwei Zu versucht, Hölderlins Lyrik mit dem eigenen, aus der asiatischen Bildtradition gespeisten Kosmos zu vergegenwärtigen. Chenwei Zu liest die deutschen Philosophen und Dichter, ohne das östliche Denken aufzugeben. Er weiß freilich, dass es ein Gedankenspiel bleibt. Malerisch führt er eine romantisch empfundene, aber substanzlose Landschaft vor. Die flüchtigen Pinselspuren deuten nur an, erinnern an die 8 Ansichten von Xiao Xing, des Zen-Malers Yu Jian. Berg und Fluss, Himmel und Erde gehen ineinander über,
werden eins. Nach der Lehre des Dogen gerät alles ins Fließen. Seine blauen Berge wandern. Es ist die Rede vom fließenden Berg. Man muss sich die Malerei Xianweizhus unter einem solchen, eben nicht nur metaphorischen, sondern gelebten Bild Dogens vorstellen. Die Berge schweben über den Wolken und wandern durch den Himmel. Die Gipfel des Wassers sind die Berge. Das Wandern der Berge aufwärts und abwärts geschieht ständig auf dem Wasser. Mit europäischen Augen sehen wir ein Wolkenspiel in den Bergen mit Spiegelungen im Wasser, wodurch auch ein Berg zu fließen beginnt. Mit den Augen des Szenenkundigen sieht man den Berg, der nicht wie der Fluss fließt, sondern als Fluss. Das übrigens hatte Hölderlin auch ähnlich gesehen, der davon dichtet, wenn von himmlischer Burg die Berge fernhin ziehen. Auch Xianweizhus Gemälde entwickeln sich oftmals in Leserichtung. Der Blick strömt auf kulminierende Höhenzüge zu oder von Baumgruppen in die Weite oder ins Nichts. Es geht allerdings darum, sich frei von Zuordnungen zu machen, den Berg zum Fluss werden zu lassen und letztlich zur Weisheit. Martin Heidegger beleuchtete eine Zen-Anekdote in diesem Sinne. Ein Zen-Novize sieht vor sich Berge und Wasser. In einer inneren Schau beginnt er als fortgeschrittener Schüler daran zu zweifeln, dass Berge Berge und Seen Seen sind. Erst als Erleuchteter sieht er wieder Berge und Gewässer, die aber ihres So-Seins enthoben sind. Berg und Fluss werden in ihrer Immanenz nicht mehr hinterfragt. Xianweizhus Neigung zur verhaltenen Farbvarianz, zuweilen zur Einfarbigkeit, beflügelt die Leere der Darstellung, befördert aber auch die unsichtbare Raumtiefe und tönende Stille. Xianweizhu erinnert an das Wangji, das Vergessen, dank dem man überhaupt erst dahin gelangt, wo man hin will. Wer nach etwas strebt, macht sich unfrei, verkrampft und gerät womöglich auf einen Holzweg. Erst wenn man gar nicht mehr daran denkt, wird man ans Ziel kommen. Ich erinnere an einen kurzen poetischen Text des japanischen Dichters Matsuo Basho. Am Tag, als ich die Grenze überquerte, regnete es und alle Berge waren in Wolken verborgen. Herbstregennebel, ein Tag, an dem Berg Fuji nicht zu sehen ist, sehr interessant. Xianweizhu hat die Dichtung des zen-buddhistischen Tang-Dichters und Einsiedlers Han Zhan, aber auch des deutschen Klassikers Friedrich Hölderlin vor den Bildern der deutschen Romantik hinterfragt. Die atmosphärische Dichte seiner Bilder bringt beides in einen Dialog, wie es die altchinesische Geschichte vom Ochsen und seinem Hirten lapidar beschreibt. Gestern, heute ist es so, wie es ist. Am Himmel geht die Sonne auf und der Mond unter. Vor dem Fenster ragt fern der Berg und fließt der tiefe Fluss. Bilder, denen wir im Werk Xianweizhus immer wieder begegnen. Die Malerei mit Acrylfarbe kommt der Technik der ostasiatischen Tuschmalerei sehr nahe, was eine Anekdote des eben erwähnten Dichters Han Zhan unterstreicht. Die Leute fragen nach dem Han Zhan-Weg. Han Zhan? Kein Pfad führt euch dorthin. Hier schmilzt das Eis auch spät im Sommer nicht. Im Nebel steigt die Sonne blass wie der Mond. Verwandlung ist das Zauberwort, ein sich in die Landschaft hineinversenken. Xianweizhu malt die Landschaft nicht als Kulisse von Bergen, Flüssen und so weiter, sondern er sucht sie mit der Landschaft zu verschmelzen. Das wird in seinen Aktionszeichnungen mit Tusche noch deutlicher als in seinen Gemälden, insbesondere wenn er sie mit großem Pinsel auf Papier aufträgt, inspiriert von traditionell asiatischer oder moderner europäischer Musik. Der malerische Dialog zwischen asiatischer Denkwelt und romantischem Geist macht diese Malerei so faszinierend. Das Ergebnis macht sich im Werk des Pendlers zwischen den Welten bemerkbar.
Wir sind aufgerufen, das Fremde im Vertrauten und das Vertraute im Fremden zu akzeptieren. Diese Kunst macht auch das Utopische einer konkreten Verheimatung deutlich, die sich frei machen muss von Bevormundungen und Zwängen. Eine buddhistische Aufschrift auf einer Koto-Zither in der Buddha-Halle des Klosters am Flussbett in Kavaradera lautet: Im Meer des Lebens, Meer des Sterbens, in beiden müde geworden, sucht meine Seele den Berg, an dem alle Flut verebbt. In der Ausstellung Chanwai Zu in a Landscape, die bis zum 28. August dauert, präsentieren wir Gemälde des Künstlers. Darüber hinaus bieten wir hier auch eine kleine Edition mit originalen Tuschzeichnungen an, die zeigen, welch beeindruckender Zeichner Chanwai Zu ist. Arbeiten des Künstlers sind auch in Schloss Detzingen im Rahmen der groß angelegten Gruppenausstellung der Galerie Schlichtenmeier, die unter dem Titel Blick nach vorn, Aufbruch in die 2020er Jahre, 40 zeitgenössische Positionen vereint. Sie ist bis zum 4. September geöffnet. Wir freuen uns auf euch, hier wie dort.